Hallo und herzlich willkommen zu zu einer neuen Folge Minecraft Monsters. Ja, und ich habe während der Zeit mal wieder ein bisschen an den Einstellungen geschraubt. Und ich habe mich ja so beschwert, dass die Shader so dunkel sind. Ja, ich habe jetzt dafür eine Lösung gefunden, nämlich den Dynamic Lights Mod. Der sorgt. Ja, ich habe ein bisschen hier rumprobiert, deshalb. Oder ich stand hier ein bisschen rum, weil ich nochmal kurz was erledigen musste. Deshalb sind die meisten Sachen schon fertig. Aber sonst ist nichts weiter passiert. Aber dieser Dynamics Light Mod, der sorgt halt dafür, dass es trotz dunkler Umgebung sozusagen dank meiner Fackel immer einen schönen Lichteffekt gibt. Und ich habe jetzt auch einen neuen Shader drinne, der nicht so viel Leistung zieht. Das ist nämlich der. Ja. Okay, ich habe immer noch den Zeus drinne. Ich habe ein paar andere ausprobiert, aber scheinbar mochte ich die nicht. Ich weiß jetzt selber nicht warum. So, wir haben jetzt genug dabei. Die Frage ist, warum. Ah, hier kann ich ja auch noch was mitnehmen. Genau. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und ein Eimer. Warte mal, wir haben 5 freie Inventarplätze. Gut. Dann laufe ich da mal mit gezücktem Schwert voraus und hol mir ein bisschen Lava für meine Smeltery. Was in der Nacht, wenn es leuchtet, besonders gut ist natürlich. Ich stelle einfach mal das Teil genau daneben. So, dann kann ich direkt wechseln. So, dann braucht man jetzt auch nicht so viele zum Erkunden der Höhlen, nicht so viele Fackeln mehr, und vor allen Dingen sieht das Ganze auch schöner aus, weil ich ja Shader drin habe, die meiner Meinung nach sehr wenig Performance kosten, obwohl ich jetzt gerade den Zeus drin habe. Ich weiß nicht warum. Müsste ich nachher nochmal nachgucken. Auf jeden Fall hatte ich einen Shader, den mochte ich ganz besonders. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, welcher da das war. Das ist das Problem. Kann ich nachher nochmal nachgucken. Aber außerhalb des Let's Plays, denn wenn ich Sachen nachgucke, dann kostet das ziemlich viel Zeit, weil ich immer wieder ausprobiere und ausprobiere, um die letzten optimalen Einstellungen zu finden. Das, dann ist es wieder falsch und so weiter. Also, es ist nicht immer das Beste, was ich raussuche, aber ich probiere eine Menge, muss ich mal eben so sagen. So, wir laufen jetzt zurück nach zur Smeltery, nach un zu unserem nach unserem neuen Haus laufen wir zurück und gucken, was da passiert ist. Und ja, dass die Welt nicht nachlädt, ist so ein Teil vom Aufnehmen, dummerweise. Da muss man jetzt mit leben. Schade drum, aber passiert halt, wenn man, oder das sind die Konsequenzen der schönen Aufnahme. Ah ja, ich habe den ja nicht drauf, weil ich in der anderen Welt das Ganze, glaube ich, ausprobiert habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich mache ihn einfach mal rein. Das war der da, soweit ich weiß. Ja, es müsste der sein. Gut. Der läuft auch flüssig. Schön. So, wo ist unser? Da vorne sehe ich unser Home.
Zeichen. Hallo, komm hoch mit dir. Ich hoffe, der gibt auch nicht so starke Grafikbugs ab, dass man wieder da hinten eine Epileptika anbekommt. Wer weiß. So, auf jeden Fall mal gucken, was unsere Smeltery macht. Hier muss irgendwo ein Skelett sein. Es ist vielleicht. Wow, okay. Ich weiß, wo es ist. Hallo. Stopp doch wenigstens schnell. So. Und da kommt noch was rein. So. Der Shader arbeitet zum Glück auch mit den. Schönen Sachen hier zusammen, das ist schon mal schön. So, Molten Thin. Einmal ein bisschen Zinn abgießen. Oh ja, stimmt, hier hinten ist ja noch Eisen drin. Kann ich ja gleich mal ausprobieren, wie viel da noch passt. Der kommt dahin. Zack, zack. Zinn. Habe ich vielleicht noch was Zinn hier? Aluminium, Lead oder Silber. Da, Zinn. Ich glaube, das ist jetzt nicht so optimal. Weiß ich jetzt gerade nicht. Mal gucken. Oh. Vielleicht hätte ich nicht alle drei anmachen sollen. Könnte jetzt knapp werden. Wahrscheinlich werde ich wieder genau. Nein! Nein! Boah! Schrei ich hier mir einen ab. Das geht ja gar nicht. So, erstmal mir meine Teile machen und dann ein bisschen ausbessern, denn ich wollte ja sowieso den Boden ma daraus machen. Dann kann ich das auch direkt jetzt machen. Dann habe ich eben. Mache ich mir da unten ein bisschen Feuer an, dann habe ich Fußbodenheizung. So, aber hier ist nichts passiert an der. Sehr schön. Solides Stückchen, muss ich sagen. Molten 22. Mal gucken, was da rauskommt. Na? 14. Nein, das bedeutet 9 braucht man ja immer. Boah, ich kann einfach nicht rechnen. Ich hole auf jeden Fall schon mal. Oder ich crafte mir jetzt noch ein bisschen Block of Thin. Eine. Nein. Ich möchte einen haben. So. Was kommt erstmal da rein? Das ist meine Schüsselkiste. Fürs Erste. Ich weiß, sollte man jetzt eigentlich nicht nochmal mit dem gleichen Problem anfangen, wie ich vorhin hatte. Mit der Sortiererei, aber was soll's? Ich mach's jetzt einfach. So, wie viel habe ich drinne? 4. Das bedeutet, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann habe ich genug. Super. Das Zinn kommt weg. So, in der Zwischenzeit kann ich ja weiterbauen. Und zwar hier. Ja, es soll ja nur eine Doppeltür sein. Gut, wie habe ich mir das überlegt? Genau, ich will das eigentlich dem Berg anpassen, so dass es nachher so ein schöner Berg wird mit riesigen Fenstern und so weiter. Allerdings möchte ich das gerne. Boah, es ist auch schwierig zu erklären, wie ich das haben möchte.
Ja, ich baue mir erstmal die Basis sozusagen. Und leuchte die gut aus, dass ich nachher keine Probleme damit habe. So. Mal, das sind drei hoch, ja. Ups. Schlauheit eines jeden Minecraft-Spielers. Man fällt einfach, weil man die Sneak-Taste vergisst. Na? Da, schön. Du auch. Du auch. Auch so. Ja, erstmal mache ich das Ganze nur hier fertig. Mal gucken, wie das nachher aussieht. Die Fassaden oben drüber habe ich mir gedacht, baue ich aus was moderneren. Sowas wie Marble oder sowas in der Richtung. Vielleicht sieht das ja schöner aus als einfach nur Stein, der nicht mal meinen entsprechenden Sachen, nicht mal meinen Vorstellungen entspricht, dummerweise, weil ich mich da etwas im Texture Pack verguckt habe. Naja. Dummheit muss eben bestraft werden. Und das ganz gewaltig.